Hallo und herzlich willkommen zum Konzepttest 35 Laplace-Gleichung. In diesem Konzepttest geht es um die Frage: Eine Grenzfläche ist gekrümmt. Welche Aussage ist für den Gleichgewichtszustand korrekt? A. Auf der konkaven Seite herrscht der höhere Druck. B. Auf der konvexen Seite herrscht der höhere Druck. Oder C. Der Druck ist im Gleichgewicht auf beiden Seiten gleich. Kommen wir nun zuerst einmal zu den Grundlagen. Liegt eine gekrümmte Oberfläche vor, wie es bei kleinen Tropfen oder Gasblasen in flüssiger Phase der Fall ist, ändern sich die Bedingungen für das thermodynamische Gleichgewicht zwischen den beiden Phasen an der Grenzfläche. Die Krümmung der Grenzfläche führt demnach zu einer Druckdifferenz zwischen dem Druck auf der konkaven und der konvexen Seite, der als kapillarer Krümmungsdruck bezeichnet wird. Der Krümmungsdruck steht nach Laplace in einer einfachen Beziehung zur Oberflächenspannung. Dabei sind R1 und R2 die Hauptkrümmungsradien des Oberflächenelements. Der Krümmungsdruck ist umso größer, je kleiner die Krümmungsradien R1 und R2 sind. Kommen wir nun zu den Diskussionen der Antwortmöglichkeiten. Welcher dieser Antworten ist nun richtig? Antwort C ist falsch, da der Druck auf beiden Seiten unterschiedlich ist. Antwort B ist auch falsch, da der Druck auf der konvexen Seite niedriger ist. Somit ist Antwort A richtig, da der Druck auf der konkaven Seite höher ist. Nun wissen wir, dass Antwort A für den Gleichgewichtszustand korrekt ist.